bezaubernde Hera, heilige Mutter, weise Athena, mächtiger Poseidon, Erderschütterer, treue Artemis, die nie ihr Ziel verfehlt und selbst das Herz eines Kolibris durchbrochen könnte. Nichts als Schweine. Allesamt, ich kann dich sehen. Komm näher! Hilf mir! So hilf mir doch! Irgendjemand! Nichts hiervon ist deine Schuld. Du bist das Opfer, wie alle Sterblichen, erschaffen von Narrenhand. Zur Bilder eines gesprungenen Spiegels. Siehe deine Götter! Diese hier tötete 6 Kinder, um ihre Wut zu stillen. Sie streiten, brennen vor Neid, betrügen, kämpfen, morden. Sie sind grausam, rachsüchtig, egoistisch und, wie die Verse des Achilleus, werden ihnen diese Schwächen zum Verhängnis. Wir sind solche Laster fremd. Der Rest ist gefallen. Nur einer steht noch zwischen mir und der Wiederherstellung des Olymps. Nur der übelste, arroganteste, engstirnigste, anmaßendste Sohn von Kronos, der mich unter die Erde verbannte. Der einzige wahre Zeus! Wie ich dich vermisst habe, Prometheus, liebster meiner Vetter. Du ließest mich hier festketten, wo ein Adler meine Leber frisst. Aus Liebe! Aha. Du brauchst Hilfe. Typhon ist frei. Du standest auf Seiten seiner Verbündeten, der Titanen. Überzeuge ihn aufzugeben. So einfach ist das nicht. Er blockiert sogar meine Fähigkeit, in die Zukunft zu sehen. Ich sehe nichts außer ihm. Na los. Strafe mich. Ich kann nicht. Er hat meinen Blitz. Er nahm mir alles. Selbst die anderen Götter sind weg. Geh zu den Sterblichen. Vergebens! Diese boshaften, dummen und geschmacklosen Parasiten wurden zu Stein verwandelt. Einer dieser Parasiten wird dir den königlichen Arsch retten. Ich lasse mir meinen hübschen Arsch höchstens küssen. Und Sterbliche werden nie was anderes sein als ein großer Fehler. Willst du darauf wetten? Wenn ich recht habe, war es wohl eher ein Segen, ihn das Feuer zu bringen und ihr Überleben zu sichern. Findest du deine Strafe ungerecht? Sie ist etwas extrem. Lässt du dich darauf ein? Wenn du gewinnst, setze ich die Strafe aus und du bist frei. Doch, gewinne ich, hilfst du mir, Typhon aufzuhalten? Koste es, was es wolle. Also gut. Möge die Geschichte von Phönix meine Erlösung sein! Oh nein, eine deiner Geschichten. Wie lange wird es diesmal... Die Geschichte beginnt auf dem Meer. Ein Schiff mit Soldaten kehrt von einer fernen Schlacht zurück. Doch ein plötzlich aufziehender Sturm trübt ihren Triumph. Die See wogt und wütet. Wellen türmen sich auf. Die Grenze zwischen Himmel und See verschwindet. Die Gipfel der Wellenberge schlagen um und bilden Täler so tief wie der Tartaros. Du trägst aber ganz schön dick auf. Das ist Kunst, wie dem auch sei. Das Schiff hatte keine Chance.
Am Morgen ging die Sonne über den wenigen Überlebenden auf. Dort unter den unbedeutenden Schildträgern gab es ein Menschenkind, das von der Schlacht träumte, aber kaum je einen Kampf gesehen hatte. Warte, sage es nicht! Meine Haut wie Oliven, aber die guten, nicht die grünen. Wie wenn ich am Strand war. Ein Gesicht wie... Ich sehe es vor meinem inneren Auge. So ein Gesicht. Ein kluger Vogel. Haare wie... Ein Wasserfall, der in die Ägäis strömt. Die Farbe ihr verkohlt. Dunkel wie Feuer. Die pures Feuer. Augenbrauen. Dick wie Schiffssparren. Mit einem Bart? Der Sturm! Aufwachen! Ich muss aufwachen! Der Sturm! Aufwachen! Der Sturm! Aufwachen! Ich muss aufwachen! Da! Ich sehe sie ganz deutlich! Die geringste unter ihnen war eine Schildträgerin, die von der Schlacht träumte, aber kaum je einen Kampf gesehen hatte. Jemand, der Geschichten erzählt, doch niemand, der sie erlebt. Phoenix. Was für ein Name! Phoenix! Klingt wie das Geräusch, das ein dummer Vogel macht, ehe er sich selbst entzündet. Und das wäre ja lächerlich. Obwohl, ich sollte das aufschreiben. Angespült an einer fremden Küste erwachte Phoenix. Wenn ich den Strand verlassen will, muss ich diese Klippen erklimmen.
Phoenix sah ihren Schiffsführer und die Soldaten in der Ferne. Durch einen Streich des Lichtes wirkte es beinahe, als würden sie ihr zuwinken. Phoenix, du wieder! Du magst nicht wie dein Bruder Lykyron sein, aber ich mach schon noch was aus dir. Halt meinen Schild. Lass ihn dieses Mal nicht fallen. Ich hab dich gar nicht gesehen. Gib nichts auf ihr Gerede. Die sind nur neidisch. Nicht jeder kann einen Bruder haben, so wie du ihn hast. Lohagos! Lohagos! Kannst du mich hören? Du bist so kalt. Was ist das für ein Zauber? Lykyron, wo bist du, Bruder? Allein und unbewaffnet war Phoenix verwundbar. Ich muss ruhig bleiben und an meine Ausbildung denken. Schwert meines Bruders! Nein! Lykyron! Bruder! Du warst immer mein Held. Mein Polarstern. Ich bringe dich zurück. Versprochen. Noch nie hatte Phoenix das heilige Schwert, ein Geschenk von Achilleus für Tapferkeit in der Schlacht, anfassen dürfen. Es lag in ihrer Hand, als wäre es für sie angefertigt worden. Achilleus Schwert? Ihr Bruder konnte bestimmt gut kämpfen. Stimmt was nicht mit deiner Stimme? Ich habe kein Schwert bekommen. Ich sag's ja nur. Phoenix sah auf. Sie war nicht allein. Bei den Göttern! Zurück! Sie machte sich bereit für ihren ersten echten Kampf. Die Erinnerung an ihre Ausbildung kehrte zurück. Von dort oben sollte ich mir einen Überblick verschaffen können. Ja. Ich habe noch nie so eine große Statue von Hermes gesehen. Der sie wohl erbaut hat. Von Gefahren umgeben und ganz allein war unsere Heldin dennoch entschlossen, die Soldaten und ihren Bruder zu retten. Langweilig! Schenken wir uns den Teil. Nein, das ist sehr wichtig für die Atmosphäre. Alter Freund, es ist mir eine Ehre, dich endlich persönlich zu treffen. Sag nur niemandem, dass ich mit dir geredet habe. Ich habe schon mehr als genug Ärger, weil ich lieber Geschichten auswendig lerne, statt die Felder zu bestellen. Und die anderen Soldaten erst. Also, die wissen gute Geschichten wirklich nicht zu schätzen. Phoenix sich jetzt auch Ambrosia rein?
Prometheus! Angst, deine Wette zu verlieren, Zeus? Bitte! Sie kann eh nicht damit umgehen. Noch nicht. Phoenix' Schicksal wurde immer klarer. Bisher hast du mir nur eine Sterbliche gezeigt, die einen Kampf überstanden hat. Und Typhon wird mit jeder Stunde stärker. Spiel nicht mit mir, Prometheus. Ich schwöre dir, diese Kriegerin ist unsere Rettung. Denn wenn sie scheitert und Typhon uns besiegt, Zeus, König der Götter, wird die Welt ins Chaos stürzen. Ein Tempel des Apollon. Vielleicht gibt es dort ein Orakel oder einen Seher, der mir helfen kann. Ein Greif? Aber die gibt es doch gar nicht. Lass mich los! Hilfe! Hey! Ich rette dich! Ich komme! Ich muss einen Weg zu diesem Riss finden. Wie komme ich runter? Der Tempel! Phoenix spürte Ligyrons Klinge bei jedem Schritt. Ihr Gewicht erinnerte sie an die Verantwortung, die auf ihr lastete. Du gabst dein Schwert Ligyron? Oh, Achilleus. Ich habe nie verstanden, warum du erwartet hast, Achilleus würde dir sein Schwert geben. Oh, als Opfergabe. Als ganz gewöhnliches Opfer von jemandem, der dir tief in die Augen geblickt und gesagt hat, du wärst etwas Besonderes. Das ist alles. Ich legte eine Rose auf seinen Panzer. Ich hab da was im Auge. Erzähl weiter. Singe, o Muse, von Hermes, dem Glückbringer, Boten der Götter. Er, der mit Menschen und Göttern fast ohne Eigennutz umgeht. Ganz allein nur die Nacht weiß von all seinen trickreichen Streichen. Klingt nett. Von wem ist das? Von meinem Lieblingsdichter, der nur leider noch nicht geboren ist.
werde ans andere Ufer schwimmen müssen. Phoenix näherte sich der Axt, die nach ihr zu rufen schien. Sieht aus wie die Axt von Atalante. Muss eine Kopie sein. Obwohl... Doch bevor Phoenix sie erreichte, wurde die Axt von einer unheimlichen Kraft in den Abgrund gerissen. Wer klopft da an meiner Tür? Niemand? Glaubst du, dieser alte Trick funktioniert bei mir? Komm in meine Stube, sagte der Kyklop zum Seemann. Das war dann wohl Phoenix Ende. Wahrlich eine hübsche Geschichte. Ehrlich gesagt hatte sie ein paar Längen hier und da, aber mit dem Ende hast du mich gekriegt. Doch nun begleiche deine Schuld. Es wird Zeit, dass du mir gegen Typhon hilfst. Es ist noch nicht vorbei. Noch lange nicht. Was nur für ein seltsamer Ort. Der Tartaros! Wo genau war Phoenix hier gelandet? Tartaros! Der scheußliche Abgrund, in den ich Typhon gesperrt hatte. Bei seiner Flucht muss er Risse in den Gewölben der Unterwelt verursacht haben. Du weißt es, ich weiß es. Sag's einfach! Phoenix war im Tal. Ja. Ich hasse dich! Aber ist es so nicht spannender? Nein. Erzähl weiter. Entweder sehr mutig oder sehr töricht von dir, Menschlein. Mal sehen, ob du meine Herausforderung meisterst oder scheiterst wie alle anderen. Wer ist da? Hallo? Sind das Flügel? Phoenix tastete sie ab und merkte, dass einige Teile fehlten. So als hätte sie jemand oder etwas auseinandergerissen. Sie scheinen von Menschenhand gemacht zu sein. Ob sie wohl funktionieren? Und wenn ja, wie? Sogar irgendwie.
Die Axt. Die Axt von Atalante. Sie war die tödlichste und schnellste Jägerin und wurde doch von Typhon besiegt. Hatte ich sie nicht verwandelt? Du hast viele Leute in vieles verwandelt. Ich sollte weniger trinken. Das Ende ist nah. Einer meiner Blitze! Zerschmettert und von Typhon versteckt. Es ist vorbei. Phönix ist Helios Asche. Niemand übersteht diese Blitze außer mir. Ach wirklich? Eine Nachbildung von Zeus Blitz? Unglaublich!